Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock Infinite in der immer noch im ersten DLC Seebestattung. In der letzten Folge haben wir Väterchen Frost das Plasmid bekommen und machen uns jetzt auf den Weg in die Hauswarenabteilung. Heißt das so? Ich hoffe schon. Und damit verlassen wir den Bereich auch. Irgendwas stimmt nicht mit Ihnen. Ja. Sie passen nicht nach Rapture. Überhaupt nicht. Wenn Sie damit meinen, dass ich niemals Andrew Rhines Buchclub beitreten würde, liegen Sie richtig. Andere Bücher, aber die gleichen Fanatiker. Ich spiele. Was? Sie haben mich gefragt, wie ich Sally verloren habe. Ich spiele. Brachte sie an einen Ort, an dem mein Kind nichts zu suchen hat. Ich war am Gewinn. Und an einem solchen Ort sollte man ein Kind nicht aus den Augen lassen. Aber Sie taten es. Ja, und jetzt ist es nun mal so. Aber die Preisfrage lautet, was haben Sie mit ihr zu tun? Ich habe ein Interesse daran, Sie beide wieder zusammenzubringen. Ist das nicht Grund genug? Dass der ganze Kram überhaupt noch funktioniert, wundert mich. Hoffentlich hat Cohen die Wahrheit gesagt und wir finden Sally hier. Nicht auszudenken, was sie einem Kind an einem solchen Ort antun könnten. Cohen ist völlig verrückt vom Spleißen. Er denkt wohl, es sei Kunst, ein Kind in ein Gefängnis zu sperren. Je eher wir sie finden, desto besser. Sally! Papa hat große Pläne mit dir. Kann ich bitte die Waffe haben? Ich glaube, das wird nichts. Ich sehe sie nicht. Na toll. Jetzt habe ich eine Waffe, die ich nicht will. Schächte wie diesen gibt es auch bei den Elektroartikeln, im Bistro, beim Umtausch, bei den Büchern und bei den Haushaltsgeräten. Und? Wenn sie dort drin ist, gibt es für sie lediglich 6 Fluchtwege. Und jetzt nur noch 5. Besser ist das. Alle Luftschächte sind mit der Zentralheizung verbunden. Wenn wir sie dicht machen und die Heizung hochdrehen, muss sie das zentrale Abluftrohr nehmen. Nur dort geht's raus. Wollen Sie sie lebendig rösten? Nein, wir heizen nur ein und treiben sie raus. Auf gar keinen Fall. Entweder wir finden sie oder einer der Spleißer kriegt sie. Na schön. Wo sind die anderen Schächte? Da vorne. Erledigt. Endlich haben wir mal wieder eine gute Waffe hier. Alte Mickey will dich nur drücken. Ups. Dann halt so. Wir müssen die Luftschächte schließen. Das war verwirrend. Zweite, wohin jetzt? Hätten wir den da oben auch schließen müssen? Ich weiß nicht mal, woher ich genau kam. Kam ich von hier? Ich kam doch von dort, aber da komme ich doch. Doch, hier komme ich sogar wieder hoch. Da wäre auch noch eine Treppe gewesen. Entschuldigung, oh. Aber heute ist einfach wahnsinnig viel los. Ich kam wohl doch nicht von hier. Oh, wie reizend. Oh, ihr alle beide. Oh, ein Doktor. Was sagt man dazu? Sie müssen mir unbedingt Fotos von sich im Arztkittel mitbringen. Ja, ein Doktor. Das war strange. Auch, dass ich jetzt so Munition für den Karabiner mitnehmen kann, aber die Waffe nicht. Macht einfach schon wieder mega Sinn, Spiel. Wer hat...
Hier hat niemand irgendwas gemacht. Ich finde das lustig, wie die immer zersplittern. Na dann? Aber klar. Die Hälfte haben wir. Das war interessant. Ich habe nie kapiert, ob das Ding erfunden wurde, um Truthähne zu braten oder Splicer. Die verdammte Tür hat ein Zahlenschloss. Ohne die Kombination kommen wir da nicht rein. Oh, lange habe ich diesem Kurs entgegengefiebert. Alles ruiniert. Ich hatte gehofft, dass sie in der Sprachnachricht in diesem Ding hier den Code sagt. Ich konnte nur an eines denken. In jedem Speicheltröpfchen sind Millionen von Bakterien. Hat er sich die Zähne geputzt? Was, wenn er einen Türgriff angefasst und danach seine Lippen berührt hat? Wochenlang habe ich diesem Kurs entgegengefiebert. Alles ruiniert. Okay, an die Mikrowelle kommen wir jetzt wohl noch nicht ran. Ich kann romantisch sein. Ich habe ja gerade ein neues Stilgeisen gekauft. Ich habe mein Bestes für dich gekriegt. LOL. Moment, ich muss kurz nachladen. Auf Wiedersehen. Wieso haben hier denn so wenig Leute was dabei? Also das finde ich wirklich nicht wirklich, also das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Ich will mich hier nochmal genau umschauen für den Fall, dass hier irgendwo was dafür liegt, wo der Code vielleicht genannt wird. Sieht aber eher schlecht aus. Hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Okay, was ist das? Updates, aber nichts für die Schrotflinte, oder? Oder nein, das ist Munition. Erhöht den Schaden, obwohl Updates sind auch dabei. Mann, als ob hier einfach so viele sind. Komm, ich habe doch gerade abgedrückt. Also das muss ich wirklich sagen, ist in den DLCs wirklich ein bisschen blöd gemacht. Man hat einfach viel zu wenig Ressourcen. Der ist zu, okay. Ich bin da doch gar nicht hingekommen. WTF. Ach, dieses Spiel. Es will einen einfach umbringen. Erinnern Sie sich an die Tür im Bistro mit dem Zahlenschloss? Jetzt, wo wir die Kombination haben, sollten wir vielleicht nochmal hin und uns die Mikrowelle holen. Der Ofen der Zukunft. Dass ich nicht lache. Der Junge hat gestern Abend diese verdammte Mikrowelle in die Finger gekriegt und sie mit allem ausprobiert. Mit Äpfeln, Marshmallows, Löffeln. Ein toller Zeitvertreib. Bis er aus Versehen den Pekinesen meiner Frau gegrillt hat. Und aus irgendeinem Grund macht die jetzt mir die Hölle heiß. Naja, ich werde das verdammte Ding wegsperren. Oh, ich darf die Kombination nicht vergessen. 3, 9, 5, 8. Okay. 3, 9, 5. 8. Ich komme schon wieder zu spät. Keine Fotos, blöder Paparazzi. Du. Okay. Das feiere ich. Es
lässt die Leute halt einfach explodieren. Feier ich. Gefällt mir gut. So, frische Munition ist auch am Start. Ich schau hier einmal kurz rein. Dafür gibt es hier aber auch keine Munition. Moment, vielleicht für die Schrotflinte. Genau. Auch dass es so wenig ist, das ist so nervig. Nur zu, ich komm zurecht. Ich sehe hier halt auch einfach niemanden. Zum Trinken, wow. Das ist doch wieder eine Falle. Okay, da ist nur eine gegrillte Puppe drin. Das Ding braucht ja zum Glück gar nicht lange. Ich erinnere mich hier dran. Okay, ich glaube, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Ich muss wirklich gestehen, ich hatte selten so viel Spaß. Wie viele Lockpicks habe ich denn? Ich habe nur 3. Okay. Geschafft. Beobachtung Nummer 17 zu unbekanntem Phänomen. Das Phänomen tritt als seltsames Flimmern auf. Und dadurch sieht man... Ja, was? Männer mit seltsamen Hüten. Okay, nächste. Kleidern, schwebende Gebäude. Ist das Phänomen ein Fenster in eine andere Dimension? Eine andere Zeit? Wie sagt Einstein, Zeit gibt es nur, damit nichts gleichzeitig passiert. Wer oder was soll da nicht rein? Etwas noch Schlimmeres als die. Und was kann das sein? Das werden sie dann schon merken. Meine Mikrowelle ist leer. Jetzt nicht mehr. Was ein Glück. Okay, wir brauchen einen Lockpick. Ach, hier lässt sich doch bestimmt irgendwo eins auftreiben, oder? Wie sieht's im Bücherladen aus? Ich hab Munition. Okay, fangen! Danke. Ach komm. Weißt du, er kann das benutzen, aber ich nicht. Dann kriegst du jetzt das von mir, Bitch. So, damit hat er nicht gerechnet. Lockpick haben wir jetzt auch. Boah, ich bin mit der Kampfstrategie in diesem Spiel so unzufrieden. Ja, so ging's auch. Einer noch. Na dann. Schon dabei. Jetzt laufen wir hier einfach komplett ohne Munition rum. Geil. So macht das doch Spaß. Wenn man nicht mal mehr Munition hat. Ach, hier liegen die Waffen vor allem auch rum. Ich könnte halt einfach wechseln und ich hätte wieder Munition. Aber nein, das ist mir leider nicht gestattet. Das
ist schon ein bisschen, ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich ein Bug oder da bin selbst ich mir nicht sicher. So geil ich es auch finde, dass man hier nochmal nach Rapture zurückkehren kann. Hören Sie? Sally? Sally, ich bin's, Booker. Los, komm da raus. Sally? Hörst du mich, Kleines? Hier ist Booker. Hör zu, Kleines. Ich will, dass du da rauskommst. Sie kommt nicht raus. Wir müssen die restlichen Luftschächte verschließen, sonst wird das nichts. Das ist der letzte. Wo ist das Ablaufrohr? Bei den Spielwaren. Lol. Munition für eine Waffe, die ich gerade nicht benutze. Miststück. Das lass ich mir nicht bieten. Du wirst alle deine Versprechen halten. Ich weiß nicht mal mehr, wo der Laden war. Da unten, oder? Wir haben dich verzurückhalten. Ach komm, es ist doch nicht in Ordnung. Ich könnte wenigstens noch meine Kräfte einsetzen. Ungefähr so. Vor allem, dass hier auch niemand Munition für mich hat. Also irgendwann muss das Spiel doch auch mal so ein bisschen nutzerbasiert sein. So ein bisschen. So, das überlebe ich doch niemals. Ja, toll. Danke. Jetzt geht auch noch irgendein komischer Sprachassistent an. Danke für nichts. Ich habe halt nicht mal mehr Eve. Okay, mein Schild regeneriert sich gerade wieder. Ach, komm. Danke für nichts. Also wirklich, dieses Spiel ist manchmal einfach so behindert. In Ordnung. Mach mir Abschluss, gehört mir. Boah. Also wirklich, ich habe lange Verständnis für vieles, aber hier reicht's dann auch. So, ich kann hier Munition aufnehmen für Sachen, die ich nicht benutzen kann. Im Kampf, ja, hier ist nicht mal jemand. Und dann muckt hier auch noch irgendein Miststück rum. Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen, ja halt die Fresse. Versperrt. Bin dabei. Dieses Spiel bringt mich tatsächlich ein kleines bisschen zu Weißglut. So. Das Essen, die Band. Sogar deine Eltern benehmen sich. Ich weiß nicht, war sie gefährlich oder einfach nur wahnsinnig? Nächstes Mal frage ich vorher. Och, einfach nur anstrengend. Kann ich das ausmachen? Okay, Kugeln verursachen mit 50% mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Feuer, Elektro oder Eisschaden. Ja, mit einfachem Hut, das tauschen wir dann natürlich. Still ein Buch lesen, wie ich es in seinem Alter auch getan habe. Sein Leichtsinn wird uns noch zum Verhängnis werden. Dr. Wortham hat mir ein Plasmid verschrieben. Einen kleinen Muntermacher für Mütter, damit ich wachsam bleibe. Ich war skeptisch. Aber wenn ich ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen lasse, rennt der Junge in sein Verderben. So. Das war auch mal wieder interessant, nicht? Es ist halt einfach mittlerweile nur noch anstrengend, die ganze Zeit rumzulaufen und rumgescheucht zu werden. Ich soll sogar dadurch, okay. Hier hatte ich auch schon mal irgendeinen Bug, dass irgendeine Tür nicht aufging oder so. Da denke ich mir bis heute eigentlich nur noch, ist das wirklich dein Ernst? Gut, ich würde sagen, ich setze hier aber auch langsam mal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier können wir noch einkaufen, oder? Ja, perfekt. Mit unseren $235.
Ja. Wir setzen den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir hier durchgehen. Bis dahin. See somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing.